Vielleicht ja unser Kollege Uli Köhler, der ist vor Ort. Die Pressekonferenz gibt es ja dann später hier bei uns, 12.30 Uhr, live auf Sky Sport News AD. Uli, der Bundestrainer, den haben wir gerade gehört. Sind denn alle so zuversichtlich, dass es definitiv mit der Qualifikation klappt? Also ich glaube ja, das zieht sich durch von den Fans bis über die Verantwortlichen beim DFB und natürlich auch in der Mannschaft, da darf nichts passieren. Und wenn man die beiden Gegner auch auswärts schlagen kann, dann sollte das zu Hause auch glücken, ganz egal wer da aufläuft und ganz egal wie schwierig die Situation ist. Klar ist der Bundestrainer überhaupt nicht zu beneiden, wenn permanent es nur Ausfälle hagelt. Schon bei der letzten Reise waren ja 11 Ausfälle zu verzeichnen und trotzdem hat es ganz gut ausgesehen. Daran sieht man einfach, dass der deutsche Nachwuchs gut ist, dass er vor allem so gut ausgebildet ist, dass er sofort in jedes System reinpasst. Aber insgesamt ist der Bundestrainer, wenn man jetzt auf die hohen Erwartungen, die ja immer da sind, in Deutschland zu sprechen kommt, für nächstes Jahr für die Europameisterschaft, da ist er insgesamt natürlich nicht zu beneiden. Da dann hoffentlich aber wieder mit dabei Süle und Rüdiger. Die fehlen jetzt für die Quali-Spiele. Was glaubst du, wie sieht es dann in der Defensive aus bei der deutschen Nationalmannschaft? Da sieht es natürlich schwierig aus. Ich sage mal, das, glaube ich, ist die Baustelle Nummer eins. Denn ob Niklas Süle wirklich wieder fit wird, das steht in den Sternen geschrieben. Das Gleiche gilt ja beim Angriff für Leroy Sané. Mit so einem Kreuzbandriss ist es ja nicht damit getan, dass man halbwegs wieder laufen kann oder vielleicht wieder trainieren kann. Dann muss man auch ein bisschen spielen, dann braucht man Spielpraxis, dann muss man spielfit werden. Und das alles braucht natürlich eine Zeit. Also da ist im Moment zur Verfügung und so, glaube ich, wird auch gespielt werden, wenn denn gegen Weißrussland im 4-3-3 gespielt wird mit Tah und Ginter in der Innenverteidigung. Obwohl Jonathan Tah ist heute beim Training auch erstmal nur gelaufen, hat die Übungen nicht mitgemacht. Das ist einfach so, die Belastungen an die Fußballspieler sind heutzutage so hoch. Es ist wirklich, wie Jürgen Klopp schon auch nach dem Spiel gesagt hat, beim Topspiel jetzt in Liverpool, es ist, die sind an der Grenze und es ist einfach unmenschlich, was da alle leisten müssen. Aber es gibt kein Jammern. Robin Koch, das haben wir gesehen, kann da spielen, hat es auch gut gemacht. Emre Can steht nicht zur Verfügung, denn der ist noch gesperrt nach seiner roten Karte im letzten Länderspiel. Uli, wie sieht es denn überhaupt jetzt mit der Hierarchie in der deutschen Nationalmannschaft aus? Wir wissen ja, Joachim Löw mag eher die flache Hierarchie. Wird das so weiterbehalten oder gibt es dann doch sozusagen Lautsprecher in der Mannschaft? Also die ist schon sehr flach im Moment, weil natürlich auch viele, die da mitgeredet haben, zum Beispiel Julian Draxler, der Kapitän im Confed Cup war, der ist seit längerer Zeit nicht mit dabei. Dann sind ja die ganzen Platzhirschen, Mats Hummels zum Beispiel, nicht mehr mit dabei. Das ist nicht so einfach, da die Hierarchie aufzubauen. Aber es geht ja immer um so Achsen zu haben. Da war hinten natürlich Manuel Neuer, das ist unumstritten derjenige, der das machen kann. Dann steht zur Verfügung mit Sicherheit Joshua Kimmich, der ja so wie ein Führer der 95er-Gruppe ist. Also alle, die im Jahrgang 95 geboren sind, sind ja eine ganze Menge. Da ist er der Anführer. Und ja, vorne im Sturm, da muss sich das noch rauskristallisieren. Da wäre natürlich Marco Reus einer derjenigen, der ja in der Hierarchie nicht so ganz so flach ist, sondern schon auch Kante zeigen kann. Aber wie gesagt, bei diesen vielen Ausfällen muss der Bundestrainer auch an dieser Baustelle natürlich kämpfen. Und Hierarchie, das kann man ja nicht bestimmen. Die muss ja entstehen. Und wenn immer wieder neue Spieler kommen, ist das schwierig natürlich zu bewerkstelligen. Uli, danke erstmal für die Einschätzung live aus Düsseldorf. Und für Sie, liebe Zuschauer, der Hinweis, seien Sie dabei bei der Pressekonferenz. Wir haben gestern schon Joachim Löw gehört. Heute hören wir Oliver Bierhoff, Leon Goretzka und auch Manuel Neuer um 12.30 Uhr hier bei Sky Sport News AD. Also bleiben Sie einfach dran.